Hallo! Ja, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich bin Alex vom YouTube-Kanal Warum Linux besser ist. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du im Terminal unter Linux ein Verzeichnis erstellen kannst und nach dem Erstellen sofort automatisch in dieses neu erstellte Verzeichnis reinwechseln kannst. Das geht dann alles automatisch über eine Funktion. Wie man das macht und wie man da vorgeht, das zeige ich dir in diesem Video. Ich bereite das wie immer kurz vor und bin gleich wieder zurück. So, und da bin ich auch wieder zurück. Nun erstellen wir einen Alias und ich würde mal vorschlagen mkcd. Eine Kombination aus Make Directory und Change Directory. Mit der Eingabetaste sehe ich, dieser Befehl ist noch nicht vorhanden und ist auch, so wie es aussieht, in keinem Paket irgendwo mit drin. Also ist das recht gut. mkcd. Dann als Funktion erstellen, Klammer auf, Klammer zu. Dann die Funktion, geschweifte Klammer auf, Leertaste. Wichtig, wenn ich hier keine Leertaste mache, dann erhalte ich immer eine Fehlermeldung. Muss also hier nach der geschweiften Klammer eine Leertaste sein. Dann als Befehl mkdir für make directory, Leertaste, dann Anführungszeichen oben, das kann das doppelte Anführungszeichen oder auch das einfache sein, ist egal, ich nehme einfach mal das doppelte. $1, das ist hier der erste Parameter, der nach dem mkcd Befehl dann später übergeben wird. Und dann wieder das Anführungszeichen oben. Theoretisch könnte man das auch ohne Anführungszeichen machen, aber mal angenommen, der Verzeichnisname hat eine Leerstelle, dann funktioniert das schon mit dem einfachen, ohne Anführungszeichen nicht mehr. Daher das Ganze in Anführungszeichen, zur reinen Sicherheit schadet ja nicht. Leertaste und hier und, das heißt, nach erfolgreichem Ausführen des mkdir-Befehls soll nun der nächste Befehl ausgeführt werden. Ich könnte hier theoretisch auch einen Strichpunkt machen und dann den nächsten Befehl. Dann wird der nächste Befehl aber auf jeden Fall ausgeführt, egal ob das mkdir erfolgreich war oder nicht. Daher nehme ich hier das und. So wird der nächste Befehl, sprich der Change Directory Befehl, nur ausgeführt, wenn der mkdir-Befehl das Erstellen des Verzeichnisses auch erfolgreich war. Wieder Anführungszeichen oben, $1, Anführungszeichen oben, dann mache ich mal einen Strichpunkt, da nun der ganze Befehl beendet ist, Leertaste und geschweifte Klammer wieder zu. Nun die Eingabetaste, um das Ganze zu erstellen. Nun mache ich das mal mit mkcd, Leertaste, was nehme ich mal als Befehl, als Verzeichnisname, Test 1, 2, 3, Eingabetaste und du siehst mkcd, du siehst Test 1, 2, 3 existiert bereits. Und weil ich hier das und genommen habe, wird der cd-Befehl in dem Fall nicht ausgeführt, da der erste Befehl nicht erfolgreich war. Also mache ich da mal einen anderen Befehl, mkcd, Leertaste, Test 1, 2, 3, 4 zum Beispiel und dann die Eingabetaste. Nun war das Ganze erfolgreich, das Verzeichnis Test 1, 2, 3, 4 wurde angelegt und auch gleich in das neue Verzeichnis reingewechselt. ls, du siehst es, das Verzeichnis ist leer, denn es wurde gerade eben erst angelegt. So, mal angenommen, ich öffne ein neues Terminal mit der Steuerung Alt und der T-Taste. Dann hier mkcd-Test funktioniert das Ganze nicht mehr. Denn das wäre nur temporär angelegt und nicht permanent, dass es nach jedem neuen Login funktioniert. Mit der Steuerung und D-Taste schließe ich das Terminal wieder und öffne mit meinem VI-Texteditor eine Textdatei. Wie man den VI-Editor bedient, habe ich dir mal in einem anderen Video gezeigt. Das habe ich dir hier unter dem i verlinkt. Oder auch unterhalb dieses Videos habe ich dir das verlinkt.
Da kannst du draufklicken, dann siehst du das Video zur Bedienung des VI-Texteditors. Hier VI. Dann mal angenommen, ich will das in meinem Home-Verzeichnis machen. Möchte ich auch in dem Fall. Nämlich die Tilde. Slash, dann bin ich in meinem Home-Verzeichnis. Punkt. Bash-RC. Der Inhalt dieser Datei wird immer ausgeführt, jedes Mal, wenn du dich auf deinem Computer neu anmeldest. Oder auch bei jedem Öffnen eines neuen Terminals. Eingabetaste. Dann möchte ich das Ganze mal ganz oben hier einfügen. Dazu drücke ich die I-Taste, um in den Einfügemodus zu schalten. Und gehe hier hoch. Dann habe ich das Ganze noch im Zwischenspeicher. Durch Drücken meiner mittleren Maustaste füge ich das ein. Im KCD. Das kannst du kopieren. Ich verlinke dir das Ganze auch unterhalb dieses Videos als Paste. Dann, um das Ganze zu speichern, drücke ich die Escape-Taste, dann die Doppelpunkt, WQ-Tasten und die Eingabetaste. Nun ist das Ganze gespeichert und bei jedem neuen Anmelden und bei jedem neuen Öffnen eines Terminals erhältst du diesen Befehl wieder. Ich zeige dir das, Steuerung Alt und die T-Taste, neues Terminal, MKCD, Test 1, 2, 3, 4 und die Eingabetaste und das Ganze funktioniert auch wie gewünscht. Ja, soweit nun dieses Video. Wenn dir das Video soweit gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonnieren einfach unten auf dem Abo-Button. Und am besten, du drückst auch gleich auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann erhältst du jedes Mal, sobald ich ein neues Video eingestellt habe, umgehend eine Nachricht, dass ich ein neues Video habe. Und sollte ich mal live gehen, bekommst du natürlich auch sofort eine Benachrichtigung, dass ich live bin. Ja, nun würde ich mich noch über einen Daumen nach oben natürlich riesig freuen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.